Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, genau hier haben wir aufgehört. Dann wird's Zeit, die Tür aufzuhämmern, um mal zu sehen, was dahinter lungert. Vielleicht ist es Minerva. Vielleicht ist es jemand anderes. Ach, da muss ich hin. Ui, wie hat sie das geschafft? Okay, nach oben gefällt mir. Nach unten wird mir nicht gefallen. Da müssten wir ja alles wieder irgendwann hochkraxeln. Na gut, wir alles kraxeln ja gerade hoch. Ja. Wo seid ihr denn? Wieso höre ich das so deutlich? All das. Ah, über den Fokus. Gaia. Das wird also Reinklang heilen? Vielleicht. Ich muss Minervas Versteck finden. Ich verstehe es ja selbst. Ich muss einen Weg finden, auf die Systeme der Anlage zuzugreifen. Das, wonach Aloy die ganze Zeit gesucht hat. Ja, schauen wir mal. Und noch eine Tür aufstemmen. Ein Glück bricht die Spitze da nicht ab. Zugangsbeschränkung. Ja, ja. Ist dir nicht erwünscht. Warum nicht? Nein, tut mir leid. So leicht wirst du mich nicht los, Minerva. Das kann man doch sicher aufschießen. Auf, ziehen? Ja. Mal sehen, wohin sie führt. Das ist eine gute Frage. Und wieso gibt's da zwei von? Geh mal erst hier rein. Vielleicht gibt's hier Loot. Und es gibt hier Loot. Scheiße. Ich hasse Sackgassen doch so sehr. So. Dann wollen wir hoffen, dass das direkt zu Minervas Hauptquartier führt. Vielleicht ein Ausgang aus diesem Schacht. Vielleicht Grünglanz. Ein Fragment. Her damit. Und dann geht's darum, Minerva zu defragmentieren. Wo soll ich hin? Nicht nach unten. Will nicht nach unten. Scheint ein weiterer Teil der Anlage zu sein. Oh, das hast du richtig gut erkannt. Okay, da geht's nach oben. Ja. Ah, Zugriffskonsole. Durch die Tür komme ich jetzt wohl nicht durch. Ich sollte umkehren. Vielleicht ist hier noch was. Na gut. Die Kommentare sind aber relativ hilfreich. Hier irgendwo durch den Spalt quetschen anscheinend nicht. Da geht's noch nach oben. Ich dachte, ich könnte einfach das Sudo-Passwort da eingeben. Okay, hier geht's auch nach draußen. Und ich bin draußen. Ich muss einen Weg zurück in die Anlage finden. Ja, vielleicht hier oben. Oder nicht hier oben. Ich habe den Ausgang gefunden. Ist das nicht klasse? Das sollte man wohl gar nicht tun. Rein mit uns. Tja. Wegpunkt. Wieso ist da ein Wegpunkt? Ich bin geneigt, Wegpunkten zu folgen. Ja. Vielleicht müssen wir doch irgendwo da oben rein. Ich habe keine Ahnung. Hilfe-Item. Nehme ich doch gerne an. Also, das kann es irgendwie ja nicht sein. Okay, wir sind nah dran. Wenn ich mich zur Zusammenarbeit bewege, kann ich sie mit Gaia verschmelzen. Sie endlich zurückbringen. Dann ist mir alles in Ordnung. Die Plage, die Stürme. Vielleicht hilft sie mir herauszufinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Vielleicht, warum vielleicht. Warum hatten sie einen Klon von Elizabeth? Und warum wollten sie ein Backup? Woher soll ich das alles wissen? Komm mal hier wieder rein. Muss man hier überhaupt raus? Also Wegpunkt ist ja nach draußen. Vielleicht auf die andere Seite da. Oder da oben. Das sieht natürlich auch gut aus. Bin mir aber überhaupt nicht sicher, ob ich hier draußen sein soll. Aber Wegpunkt war ja draußen. Aber von da Greifpunkt. Ja, von dem Greifpunkt komme ich halt nicht weiter. Ich komme nach unten. Weiß aber nicht, was mir das hilft. Okay. Und nü. Weiter nach unten. Ernsthaft? Kann ja eigentlich nicht sein. Nee. Schauen wir mal.
Vielleicht einmal drinnen hier noch was. Aber der lenkt mich tatsächlich nach draußen. Hm. Gibt's hier nicht noch was anderes? Also das ist sehr rätselhaft. Minerva sperrt mich aus. Ja. Kannst die Tür da nicht aufstemmen. Glaub hier, komm mal her. Bin mir fast sicher, dass wir... Scheiße. Dann kommen wir da nicht her. Komm mal hierher. Hallo? Ja. Also da bin ich, glaub, hochgeklettert. Mensch, diese rote Notstrombeleuchtung geht mir so langsam. Kabel in der Mitte. Wie soll ich das wissen? Die Kabel sind mit irgendwas da oben verbunden. Vielversprechend. Ich muss nur irgendwie da hoch. Na gut, dann doch nach draußen. Also das rote Licht geht mir echt ein bisschen auf den Senkel. Sieht nicht schön aus. Ich würde sagen, das Spiel hat dann recht. Wir müssen von außen irgendwie nach oben. Ich habe zwar nicht gesehen, wo oder wie das gehen soll. Ja, das soll uns jetzt vielleicht mal nicht weiter aufhalten. Nach einem Eingang suchen. Ja, der Kommentar kommt ein bisschen spät, aber wir werden es versuchen. Das bringt ja nichts, wenn ich nur hier hingehe. Ich komme ja hier nicht weiter. Das ist... Scan? Ah, doch, da. Ah! Sicher, dass das der richtige Weg ist, Aloy? Oh, sie wird schon wissen, was er tut. Ich weiß es nämlich nicht. Da ist eine Heilpflanze. Nee, da ist eine Farbpflanze. Ja, ja. Hier ist nochmal die Anlage in voller Pracht. Nach oben, Aloy. Irgendwie. Oder doch nach unten. Na gut, nach unten. Hui! Mensch, du bist aber ein Schreihals heute. Kannst du dich nicht einfach hochziehen? Doch. Hat sie geschafft. Und dann was genau? Da runter und darüber. Gleiten. Fallen lassen. Hilf-Items sammeln. Ohne einzubrechen. Das sieht sehr brüchig aus. Nein, ich dachte, hier wäre der Eingang. Scheiße. Das ist ja eine verstopfte Höhle. Da komme ich nicht rein. Hier komme ich zumindest hoch. Aha. Voll auf die Eisblätter. So habe ich mir das vorgestellt. Und das kann ich bestimmt aufziehen. Hallo? Ah, das kann ich aufstemmen. Vorsicht, die Steine! Nur nicht auf den Kopf fallen lassen. Noch ein Schacht. Ja. Schachtmatt, sage ich da nur Minerva. Da hinten. Okay, jetzt muss ich da irgendwie reinkommen. Darf ich erstmal looten? Hui. Gibt zwar eh nicht so gutes Zeug, aber besser als nix. Sieht wie eine Kuppel aus. Wofür das wohl ist? Jetzt zum Auskuppeln. Hui. Wer greift denn in deinen Systemkern ein? Gaia-Kern rein damit. Ja gut, warum nicht? Das ist wieder so eine coole Sequenz. Nein. Nicht runter mit dir. Fuck, mein Backup. Minerva? Ja. Gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert. Warum? Ich bin nett. Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Ich glaube, die Speicherstrukturen verfallen hier auch. Du warst mal Teil von etwas Größerem. Etwas Gutem. Gaia. Genau. Hier ist sie. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Ich dachte, wir brauchen auch ein Hades. Bin ich dann? Nein. Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden.
wie du es warst. Das Elend endet dann. Ja. Was für ein Elend. Das ist doch schön. Ja, die lässt sich aber leicht überzeugen. Danke. Danke, Minerva. Stirb! Ich weiß nicht, ob die USB-Kopplung da funktioniert. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Minerva wieder her. Ja, das klingt doch gut. Ach schön, dass es bei so einer weiterentwickelten KI so einfach ist, Code wiederherzustellen. Heuristische Matrix initiieren? Jo. Okay. So funktioniert Technik. Genau so funktioniert sie. Was ist jetzt los? Hi, Gaia. Oder ist das Minerva? Gaia. Hallo, Dr. Sobeck. Hi. Moment. Scanne Daten. Ja. Die ist in meinem Gehirn. Oder die kann den Fokus scannen. Also ist es Aloy, nicht Elizabeth. So es sieht's gibt aus. Viel zu besprechen. Das sehe ich auch so. Die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Ja, nett hier. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Ich krieg eine Operationsbasis? Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Okay. Ich krieg eine Basis. Das klingt gut. Das ist ja fantastisch. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Ja. Sie werden bald hier sein. Danke, Gaia. Gut, aber bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie... Nun ja, dir. Die werden die als Göttin verehren. Auch nicht verkehrt. Hi, Leute. Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. Mhm. Val, so. Das ist Gaia. Hallo, Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Danke. Besser als ChatGPT. Noch. Ich habe ein Netzwerk zwischen euren Fokussen eingerichtet. So könnt ihr aus der Ferne kommunizieren. Ich dachte, das machen wir schon. Und was war das hier? Eine regionale Schaltstelle, von der aus Zero Dawn Nachkommen Terraforming-Prozesse im Gebiet überwacht hätten. Ja, hat wohl nicht so geklappt, wa? Was ist das hier? Das hier war als Versammlungsbereich für das Schaltstellenpersonal gedacht. Hier würden ganz schön viele Leute reinpassen. Oder vielleicht erstmal nur ein paar. Geht ihr beide voran. Das soll also ich will mich ein Labor ein sein. Bisschen umsehen. Das Sie will sich umsehen? Zweck. Einige der Maschinendaten, die du aus der Werkstatt unten hast, scheinen beschädigt zu sein. Das ja. Terminal in diesem Raum zeigt dir, wie man sie repariert und die Überbrückung abschließt. Oh. Ich schau's mir an. Wieso ist da so ein Fleischding? Fabrikationsterminal nutzen. Flughornhorn und Flughornprimärnerv. Oh je. Und mehr weiß ich nicht. Ja, das kann ich noch nie machen. Oh. Ich brauche für die Überbrückung wohl noch Daten von Maschinenteilen. Meine Initialisierung ist abgeschlossen. Schön für dich. Du kannst weiter die Anlage erkunden, Aloy. Wenn du fertig bist, kehre in den Kontrollraum zurück. Wir haben viel zu besprechen. Ja, das glaube ich auch. Sieht aus. Richtig. Das wird mein Büro. Das sollte ein Zugriffspunkt auf fortgeschrittene Trainingsmodule über Terraforming-Prozesse sein. Leider wurden diese Module
Getötet? Was ist mit Gaia los? Was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal sein. Bisschen unbequem alles. Das Bettenhaus für die Aspiranten am Vorabend der Erprobung. Ja, ungemütlich, sag ich doch. Na gut, Anlage würde ich sagen, ist erforscht. Das ist ein Ausrufezeichen. Was ist das? Scheint noch ein Büro zu sein. Besprechungsraum. Wenn jemand hier war, wer hat das alles gebaut? Gaia. Mit der Hilfe von Maschinen. Jo, alles gut mit dir. Wo war das Ausrufezeichen jetzt an der Tür? Achso. Vielleicht dieser nicht da. War also die ganze Zeit. Okay. Vielleicht wird es Zeit, mit Gaia zu sprechen. Ja, ich denke auch mal. Nur zu. So viel Interessantes war jetzt hier nicht. Servus. Hallo, Aloy. Ja, hallo nochmal. Hi. Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Ach, das ist ja wunderbar. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Schön für dich. Du hast sicher viele Fragen. Ja. Wo ist das Aber Klo? Erst habe ich zwei große. Die Fremden. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten. Ja, du, das Sie trifft auf alle zu. Und einen, ein Klon von Elisabeth Sobeck dabei. Ja, das hat ein Fokus aufgezeichnet. Ja, genau die Typen da. Wer sind die? Weißt du, wer sie sind? Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte. Dachte ich mir schon. Woraufhin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Ja. Die Berechnungen sind hochkomplex. Ja, du kriegst das bestimmt hin. Die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Das ist eine Menge Billionen Kilometer weg. Ja, da kann man nicht hinreisen. Eine so große Entfernung, dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. Boah. Und wieso senden die so ein Signal? Vor okay, 8612 also, Jahren? Was ist so weit weg und warum will es uns töten? Das Sternensystem Sirius. Oh, jetzt wird Sirius. Sirius? Da wollte Fasineth sein Schiff. Die Odyssee. Ja, da wollte es hin. Es explodierte. Außer... Warum sollten sie das vortäuschen? Keine Ahnung, um die Stimmung zu verbessern. Sollte niemand wissen. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten, soll das heißen, die sind von... Sie sind Nachfahren von... Nein, Nachfahren der Arschlöcher. Ja, davon gehe ich aus. Was wollen Sie denn hier? Unterfunktion. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Dankeschön. Übertrage Suchmuster. Empfange. Ich glaube, die liegen bei uns alle im Westen. Liegen alle von hier? Apollo, Artemis und Eleuthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Nein. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Sehr gut. Kannst du die nicht nachbauen, du als Master-KI? Und Hephaestus? Ebenfalls sichtbar, aber anders als die anderen.
Natürlich. Seit dem Vernichtungssignal hat Hephaestus sich weiterentwickelt. Oh. Außerdem ist er nicht an einen festen Ort gebunden. Er spukt im globalen Netz, das Brutstätten auf dem Planeten verbindet, was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir was für ein Arsch, ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Warum das? Wir fangen mit ihm an? Das ist leider nicht möglich. Er ist im Weltall, oder? Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau, boah, so ist es. Kriege ich hin. Also Äther, Demeter und Poseidon. Das reimt sich ja, Äther, Demeter. Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Aha. Dann musst du genau wie bei Minerva die Master-Überbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend, sag ich doch, USB-Stick, in diese Einrichtung hier gebracht werden. Oh. Ach so, muss ich die abzapfen? Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aha. Aber für alles andere wird es reichen. Und Minerva, haben wir schon extrahiert oder... die Biosphäre... warum nicht? Wie sieht es mit der Biosphäre aus? Funktioniert das Terraforming-System überhaupt? Eigentlich hat das Terraforming-System niemals aufgehört zu funktionieren. Allerdings gibt es seit der Zerstörung meiner Vorgängerin keine zentrale, übergeordnete Intelligenz, die die Roboterelemente überwacht und ihnen Aufgaben erteilt. Als Folge davon häufen sich die Fehler und jeden Tag kippt die Biosphäre etwas mehr in Richtung ihres Untergangs. Ja, das klingt nicht gut. In den letzten Monaten wurden Störungen in der Biosphäre offensichtlich. Ja, das rote Unkraut habe ich auch gesehen. Diese Phänomene sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt der beschleunigenden Kreisläufe der Umweltprobleme, die die Biosphäre der Erde zum Kollaps bringen. Ja, ja, Kollaps hört sich nicht gut an. Und du kannst nichts tun, um das aufzuhalten. Wenn du mir Äther, Poseidon und Demeter zurückbringst, dann kann ich kleine Reparaturen an Teilen des Systems vornehmen. Ach, wenn es alles ist. Das Wasser wird sauberer und wucherndes Wachstum gezähmt. Aber das alles kann den Kollaps nicht verhindern. Es verschafft uns nur Zeit. Nur mit Hephaestus kann ich neue Roboter entwerfen und herstellen, die den entstandenen Schaden dauerhaft umkehren können. Ja, das klingt doch sinnvoll. Alle Mühen müssen auf dieses Ziel gerichtet sein. Ja. Was meinst du, wofür ich mir hier einen Arsch aufreiße? Fasinet? Nö, fangen wir an. Ich sollte dann wohl mal langsam Unterfunktionen sammeln gehen. Ja, am besten schnell. Wenn wir sie haben, können wir uns auf die Wiederbeschaffung von Hephaestus konzentrieren. Mhm. Wenn das gelungen wir machen ist, unser eigenes Raketenprogramm. Kontrolle über das Zero-Dawn-System und kann so viele Maschinen herstellen, wie es braucht, um Farzeneth zu besiegen. Eine Maschinenarmee, das klingt gut. Sicher, dass das gut klingt? Also, die drei Unterfunktionen. Was weißt du über ihre Positionen? Markiere sie mir doch einfach. Als meine Vorgängerin sich zerstörte, suchten die Unterfunktionen nach geeigneten physischen Prozessoren. Ja, würde ich auch so machen. Du suchst also jeweils nach einem leistungsstarken Computer, der sie enthält. Äther ist am nächsten und könnte somit am einfachsten zu beschaffen sein. Allerdings scheint es sich inmitten von Tenakt-Gebiet zu befinden. Ja, das ist egal, ich habe einen Bogen. Mein Wissen über den Stamm ist begrenzt auf die Daten auf deinem Fokus. Aber sie haben offenbar einen extremen Hang zur Gewalt. Ach, das habe ich auch. Das ist schön ausgedrückt. Ja. Was ist mit Poseidon und Demeter? Poseidon hat Zuflucht in der Wüste südlich von Das passt gar nicht zu ihm. Meine geografischen Daten weisen der braucht Wasser. Auf eine große Siedlung der alten Welt hin, die Las Vegas genannt wurde. Las Vegas. Eine Ruine mitten in der Wüste, ja?
seltsamer Ort für eine Wasser-KI. Woher weißt du, dass es eine Wasser-KI ist? Was Demeter angeht, sie befindet sich wohl an der Küste tief im Westen. Leider kann ich keine relevanten Daten zu dieser Region zur Verfügung stellen. Daher könnte das unser schwierigstes Ziel sein. Ja, kein Problem. Okay, also müssen 3 Unterfunktionen beschafft werden. Äther irgendwo tief im Tenakgebiet? Ja, ich hab's verstanden. Wird bestimmt markiert sein. An der Küste. Wo wirst du anfangen? Äther? Ich hole mir wohl Äther. Dann lege ich Äther auf deinem Fokus als Ziel fest. Schankedön. Wenn du Erfolg hast, kann ich damit vielleicht die schlimmsten Stürme der Region bändigen. Mach das dann Aber mal. Ich brauche Hephaestus und seine Kontrolle über Maschinen, um die Biosphäre dauerhaft zu stabilisieren. Ja. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dein Ziel jederzeit über dein Fokus-Interface ändern. Ich werde außerdem eine Zusammenfassung verfügbarer Daten über die Unterfunktionen an dich übertragen. Dankeschön. Kann ich noch etwas für dich tun? Ich brauche eine Waffe. Dass auf dich viel Arbeit wartet. Sturmgewehr. Schild. Irgendwas. Denke ich auch. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht. Also... Elisabeth hat die Messlatte hochgesetzt. Ja, sie ein bisschen. Sie hatte den Plan, das Leben auf Erden zu retten, aber vieles ging schief und jetzt hängt eben alles von mir ab. Meinst du, und ich von schaffe Gaia. Das alles? Das System vereinen, Farsinith besiegen? Ja, bestimmt. Ihrem Beispiel folgen? Definitiv. In ihrer letzten Botschaft drückte meine Vorgängerin ihren festen Glauben an deinen Erfolg aus. Durch dich wird alles möglich. Du hast Hades beseitigt und meinen Systemkern neu gestartet. Du wirst erfolgreich sein. Ja, das ist meine positive Tante. Also ich sollte dann mal los. Die Ausgänge der Einrichtung sind nun offen. Einer davon führt nach Westen. Der andere führt den Berg hinab nach Rheinklang, falls du nach Osten zurück willst. Ist mir eigentlich egal. Was? Daran muss ich mich noch gewöhnen. Bist du's, Aloy? Ja. Gaia hat nun die Ausgänge geöffnet. Wartest du mit Zoe an der Westtür? Sind gleich da. Sehr gut. Bis gleich. Ist hier noch was zu looten? Nein. Was haben wir da hinten? Konsole untersuchen? Gaia? Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drohnenbasiertes Bildsystem, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Aha. Ich sende die relevanten Daten an deinen Fokus. Aha. Dieses Psyclops ist also ein Netzwerk, das die Verschlechterungen der Biosphäre überwacht. Das sollte wohl auf der Kuppel angezeigt werden, aber die Drohnen sind nicht mehr damit verbunden. Wenn ich die Drohnen in der Wildnis aufspüre... Oh je, die Drohnen waren ja relativ fies. Ich könnte die Verbindung und die Anzeige wiederherstellen. Ja, probieren wir es mal. Probieren wir es. So, erstmal durch die Tür. Ich muss Äther für Gaia zurückbringen. Ja, ich weiß. Baal und Zoe warten am Westausgang auf mich. Ja, das weiß ich auch. Bin ich nicht so schwer von Begriff. Nachsehen, wie es Rheinklang nach dem Angriff geht. Oder ich sehe mich hier noch etwas um. Ja. Wir gehen jetzt erstmal hier lang, wir haben ja danach auch noch alle Freiheit. Nach dir, Aloy. Dankeschön. Ach, ist das schön. Ist das schön hier. Ich hoffe, ihr habt alle euren Gleiter dabei. Ansonsten sehen wir uns später. Nach Westen. Ja. Ich, westlicher denn je. Gaias Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hier bleiben. Gaia erzählt euch alles Neue. Ja. Ich will euch nicht loswerden. Das ist, Training. Also, ich gehe wieder nach Osten und hol Erend. Bring ihn her. Das wäre sehr gut. Verbündete, Freunde können helfen. Auf jeden Wir Fall. Wir können jetzt hier wohnen. Und wie du sagtest, erklärt Gaia uns alles. Das wird schon. Baal ist sehr open-minded. Einer für jetzt, einer als Reserve. Und du? Gehst du mit ihm? Nein.
nach den Geschehnissen in der Höhle bleibe ich lieber erstmal hier. Ich muss über vieles nachdenken. Ja, aber manche Menschen brauchen dafür einige Zeit. Wenn du wieder zurück bist, kann ich dir vielleicht etwas beibringen. Oh, wie man Männer glücklich macht. Wann kommst du zurück? Weiß ich doch nicht. Ich weiß noch nicht. Aber hoffentlich habe ich dann eine von Gaias Komponenten. Vorsicht da draußen. Sogar in Rheinklang hörten wir davon, dass die Tenakt unter Stürmen, Maschinen und jetzt Regala leiden. Macht euch keine Sorgen. Ich komme klar. Natürlich komme ich klar. Gleichfalls. Ich kann doch auch zurück jetzt nach Rheinmetall, Rheinklang. Müssen wir mal schauen. Die Tenakt-Clanlande. Irgendwo da draußen sind drei von Gaias Unterfunktionen. Ja, ich weiß. Wer weiß, was sonst noch. Wahrscheinlich böse Viecher und böse Tinakis. Oh, da hat jemand Tee, den er spillen möchte. Ein Gerücht. Hallo. Lass dich mal ansehen, Fremde. Ja. Selber Fremde. Du bist die Fremde, die sich gegen Regala und ihre Rebellen gestellt hat. Ja. Nur, wenn wir uns hier verstehen. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dein Blut zu trinken. Oder was sehr gut. Der Ostländer von uns denkt. Genau das. An Schlachten an der Gesandtschaft ging es nicht um dich. Trotzdem hast du den Marschällen beigestanden. Wenn es nach mir geht, bist du keine Feindin der Tenakt. Dankeschön. Aber du wirst Hilfe brauchen, wenn du in den Clanlanden überleben willst. Ja, von als meinem Speer Pfeil und Bogen. Ich höre und sehe ich eine ganze Menge. Ich schön mit für dir dich. Teilen, um dir zu helfen. Und was kostet das? Wäre nett. Na dann. Ich habe eine Gruppe Osseram-Plünderer am Rande der Wüste im Südwesten gesehen. Ich würde es melden, aber ich glaube, sie schaffen es nicht lange. Entweder holen sie die Maschinen oder die Stürme. Ja, wir werden es rausfinden. Das ist nett von dir. Dankeschön. Klingt, als könnten die um vorübergehend das Vollständige hat. Einmal speichern, bitte. Das ist doch ein Lagerfeuer. Schnellspeicherung. Du siehst kampfbereit aus. Immer eine gute. Ich bin kampfbereit. Kann ich jetzt auch schnell reisen? Bestimmt. Hier haben wir ja noch relativ viel zu machen. Müssen nicht gleich bis ins Äußerste vordringen. Ich würde sagen, Werkstatt-Tau abgeschlossen. Ist das nicht schön? Kann ich jetzt einfach hier nach Rheinklang reisen? Ja. Das braucht ein Kit, aber hier müsste es doch kostenlos gehen. Das sieht gut aus. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das haben wir abgeschlossen. Teufelsrutsche haben wir vielleicht nicht abgeschlossen. Blockierter Weg. Fehlendes Werkzeug. Dass mir immer noch Werkzeug fehlt. Überwachungsdrohne, Niemandsland. Erlange die Drohne. Nebenquest bestimmt. Nee. Beuteverträge? Aufträge? Nee, das Fortdauern. Stufe 32 habe ich noch nicht. Östliche Lage, Rebellenaußenposten, Niemandsland, Langhals, Sammelobjekte, nee. Weiß nicht, welche Stufe die Quest hat. Ist egal, wir reisen jetzt als erstes mal hier hin und decken noch das Ding auf. Ja, irgendwie so. Mach doch die Markierung mal weg. Wegmachen. Wo ist der Wegmachknopf? Vergesst das jedes Mal. Demarkieren. Deaktivieren, okay. Mit R, warum denn auch nicht? Dann eine Schnellreise, auf jeden Fall bestätigen. Na, schauen wir mal, ob es den Leuten hier noch gut geht, falls sie noch leben. Ansonsten haben sie ja alle Probleme hinter sich gelassen. So. Oh, sieht doch hübsch aus hier. Ja, und da hat noch jemand Tee, den er spillen will. Hi. Ich habe das, Neuigkeiten, Fremde. Ja, ich versuche mit dir zu interagieren. So. Dann sag mal Bescheid. Ja, ich warte, ich sitze. Bei Steinhall hat sich eine Tenakt-Gruppe verschanzt. Nein, die müssen niemand ausgeschalten weiß, werden. Sie hier sind. Einer unserer Veteranen will dorthin und herausfinden, was sie vorhaben. Das mach doch lieber ich. Dann bleibt der ganze Loot auch bei mir. Das klingt nicht gut. Dankeschön. Ein gespaltener Stamm. So, wo ist mein Wegpunkt? Da oben ist mein Wegpunkt. Irgendwas war da unbekannt. Dann wollen wir uns mit dem Fragezeichen mal bekannt machen.
Streitspielfigur gefunden. Ja, ja, Stürme, giftige Flüsse. Immer diese Weltuntergangsprophezeiung hier in dem Spiel. Wie kommen wir denn da hoch? Von hier. Hält. Ja, wird mich jetzt nicht überraschen. Oder hat mich jetzt nicht überrascht. Was ist denn falsch mit den Feldern? Boah, ein Feuer hier mal beim richtig fetten Gewitter und das fackelt alles ab. Alles gut bei dir? So, was haben wir denn hier? Aussichtsplattform, Gesundheit. Ob da jemand genießt? Ah, nur ein Krankfritz. Was hast du denn? Werkzeuge, Tränke sind voll, Rohstoffe. Du hast Fuchsknochen und Eichhörnchenknochen. Das ist aber lieb von dir. Brauche ich aber aktuell nicht. Dann haben wir hier Quests und Unbekannt. Sind die Quests eher unten oder oben? Keine Ahnung. Hui. Vielleicht ist da das andere Unbekannte. Vielleicht ist es der Kochfritze hier. So. Ah, hier ist zumindest eine Quest. Hi. Was ist hier los? Schöne Blume. Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Na gut, dann weit mich nicht ein. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Genauso anstrengend. Ich entschuldige. Sie wollen ständig Wasser und dann haben sie zu viel Wasser. Hunger nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Sieht aus, als würde es hier an ziemlich vielem mangeln. Kann man da irgendetwas tun? Können Fleisch für euch sammeln. Jol hat recht. Wir brauchen Nahrung. Deshalb haben wir Jagdgruppen ins Altholz geschickt. Einen Wald im Norden. Wir haben nie Tiere gejagt, um zu essen. Wir mussten es nie. Doch da unsere Ernte ausbleibt, haben wir keine Wahl. Doch etwas anderes ging schief. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Ja, das gibt auch Fleisch. Und glaubt man dem einzigen Überlebenden, war er tödlicher als alle zuvor. Na gut, ich kann ihn ausschalten. Ist, kann ich keinen Jäger schicken und für eine Bezahlung natürlich. Leute immer dünner. Na gut. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer, ja, ich weiß, überlebte und schaffte es zurück nach Rheinklang. Oh, muss ich den wenn jetzt befragen? Willst, unsere Heiler nein. Gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ja, auf ich habe viele Fall. Starke Gegner besiegt. Gut, ja. Das Jagen im Altholz muss sicher werden. Na gut. Eine Sache noch. Ja, was kriege ich dafür? Jeder Utaro trägt eine kleine Samentasche. Von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren. Na gut, ich sammle die Samentaschen ein. Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ja, ja. Ich tue, was ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Ja, ja, gleichfalls, gleichfalls. Bevor ich ins Altholz gehe, sollte ich zum Überlebenden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. Er weiß das schon. Hier war doch noch irgendwas, was man annehmen kann. Ja. Der steht's hier rum, die Questmarkierung. Hi. Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Ja. Du könntest helfen. Das hier geht dich nichts an, Fremde. Na gut. Würden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais, sie sollte dem Chor beitreten. Okay. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen, aber sie muss gestürzt. Hat eine furchtbare Stimme. Und jetzt brechen sie die Suchaktion ab. Wir haben genug getan, Bray. Was ist das denn für eine Aussage? Nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Oh, das sehe ich auch so. Verehrt die Samen. Du hast Landgöttin Ray geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Ja. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Ach du olle Schachtel. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie.
Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Du könntest auch selber suchen. Die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Dankeschön. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Ja, das Land wird sich auch bald dich holen. Olle Zippe. Und eine Fähige noch dazu. So, wo haben wir denn hier? Jetzt haben wir alles abgehakt. Unbekannter Maschinenstreit, das haben wir noch nicht, aber den Rest eigentlich schon. Da haben wir noch ein paar Lagerfeuerchen. Hier haben wir eine ruhelose Ruine. Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal dahin. Quest deaktivieren, weil hier haben wir auch noch einiges, was wir entdecken müssen. Was für Kinder. Ja, natürlich rauscht es. Wir haben Affenzahn drauf. Also auf zum nächsten Lagerfeuer. Nein, das ist doch nicht gefährlich. Wir haben vollstes Vertrauen in unseren Schild. Und was ist das für eine Riesenmaschine? Ist das ein Landgott? Nö. Doch, Landgott Flughorn. Na, ein Glück, hätte ich beinahe ausgelöscht. Jetzt hör auf zu husten. Muss ich ja selbst anfangen zu husten dann. So, rübergleiten. Ich dachte, ich könnte nasse Patscherchen, nasse Pfoten vermeiden, aber anscheinend nicht. Wieder eine Metallblume. Kann ich noch nichts mit anfangen. Leider. Schade eigentlich. Früher muss man die, also im ersten Teil, muss man die echt suchen. Und hier stehen sie einfach irgendwo rum. Und dann muss man sich zurück dran erinnern. Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.